Hallihallo, da sind wir wieder. Jo, jo, jo. Hier ist schon wieder alles tot. Sehr gut. Würde ich sagen, kämpfen wir uns mitten rein, oder? Guck dir den an. Ja, guck dir doch den an. Wow, das sind vier. Oh, das waren jetzt easy 4 Kills. Haben wir auch einen Knüppel bekommen. Ist ganz schön was los. Hier ist ganz schön was los. Gefällt mir nicht, dass hier so viel los ist. Schon wieder einer. Ich bin außer Das ist die nächste Reichweite. Gruppe. Kann ich noch nicht wirken? Sich eher nicht kümmern. Ein Troll davon. Den Panther brauche ich nicht unbedingt. Der sollte ja schnell sterben. Boah, Bergio. Nur ein wenig Trollschweiß. Mensch mit einer Halbglatze.
tue mich aktuell übrigens sehr schwer. Ich habe übelst Bock, mir einen Allianz-Char zu fangen. Ich tue mich dabei so schwer, weil mir das nichts bringt, weil ich ja nichts rüberhandeln kann und was weiß ich. Habe ja keinen zweiten Account mehr. Obwohl, hätten tue ich ihn schon, aber den müsste ich halt wieder reaktivieren und da habe ich halt weniger Bock zu. Aktuell. Deadvasion. Das ist ein bisschen doof. Ach, da oben kampieren auch schon Dudes. Zack. Greife ich nicht an, die sind mir zu lästig. Zack. Rein theoretisch könnten wir jetzt noch tatsächlich längere Zeit hier in dem Land bleiben. Ich glaube bis 44 locker. Will ich das auch? Das ist halt so die Frage. Will ich das auch? Eigentlich ist das, was ich will, schnell auf 60 kommen, ne? Uldermann, aber das komme ich halt da auch am besten, wenn ich halt gute Gegenstände habe. Der Dreier-Trupp. Ich muss näher ran. Oh, ich bin so dumm. Ja, so dumm. Beide. Dann passt das. So, aber jetzt sind wir wieder normal. Ich brauche mehr Mann. Vom XP her. Aber jetzt kann ich wieder eine Woche lang AFK gehen. Wildranke. Ja. Das ist jetzt ein Problem. Wirklich. Manchen überlebt das.
belastend. Eieiei, mir stirbt hier zu oft mein Tier. So. So. Außer Reichweite. Zack. Easy. Die Truhe. Der eine Dude heilt. Da ging jetzt ein dritter. Gerade wirklich die Truhe wäre weg. Wäre ich, dann wäre ich sauer gewesen. Bin dafür gestorben, dass ich die Truhe bekomme. Hätte es dafür gestorben, ja. Nice. Nice. Wasser wäre mir da lieber gewesen, tatsächlich. Oh, das ist ein random Epic Drop jetzt, nice. Was kann denn jetzt? Jetzt guckt man doch nochmal. So. Nachname. Nach Stufe. Das ist zu weit entfernt. Zu weit entfernt. Ich muss näher ran. Lol. Kennt ihr noch Baron Vardus? Der hat anscheinend eine Dropchance von 0,6% auf den Bogen der Sengpfeile. Das ist der epische Bogen.
Und 4 von 600. Aktuell. Greif an den Donnerer. Wie viel kostet denn der? Was meint er? Wie viel kostet denn der? Gold. Oh, den sollten wir uns mal aufbewahren. Zu viel. Viel zu viel. So viel Schaden mehr macht der nämlich gar nicht. Bumps. Bumps. Haben wir hier noch einen Axtwerfer. Haben wir hier wieder ein schönes Grüppchen kaputt gemacht. Erst 13 von diesen Kettchen. Nice. Hammer hart. Jede Menge Stoff sammeln wir hier, jetzt aber schon wieder. Und wir heilen dich mal. So. So, erleben wieder was. Ich habe mir gerade so was durchgelesen. Außer Reichweite. Ich sehe hier gerade, dass viele World BUE Drops ja, best in Slot für manche Klassen sind, wie zum Beispiel die Kohlklinge. Ja. Kritische Treffer, Stärke, kann ich mir schon denken. Klinge von Hanna. Kann ich mir auch denken. Schädelflammenschild, natürlich. Und dass das einfach Pre-Raid best in Slot Teile sind. Viel ist aber auch nicht. Das Löwenhorn von Stormwind richtig schlecht. Beim Treffen im Kampf besteht Chance von 1% die Rüstung aller Gruppenmitglieder. Ähm,
30 Sekunden lang 250 Punkte zu erhöhen. 1% Chance, die Rüstung zu erhöhen der gesamten Gruppe. Das lädt immer noch auf. Geht. Helm von Narf. Kettenhelm mit Beweglichkeit, viel Ausdauer, ein bisschen Willenskraft, Flammenumhang, für jeden Feind 5 Punkte. Der Flammenumhang! Mit jedem Feind 5 Punkte Feuerschaden zu, der euch mit einem Nahkampfangriff schlägt. Da ist der Flammenumhang aus Warcraft 3. Sieht der auch so aus? Link in den neuen Tab öffnen, Kommentare lesen. Im Zyklo. So. Schreibt wirklich einer, warum gibt es nirgendwo gegen... Also, ein Kommentar. Der Umhang ist ja ganz nett. Aber hatte der nicht auch Tempowertung drauf? Tempowertung? Classic? Hm? Hier weiß ich nichts von. Ich zumindest nicht. So, ich bleibe jetzt hier einfach bei der Ruine. Hier fahren wir einfach noch ein bisschen. Kleines bisschen. Ich meine, wir brauchen ja noch ein paar Teile. Da hinten ist ein Troll. So. Und der Lebensstein. Der Lebensstein aus Warcraft 3. Übrigens, selben Dinger, stellt 300 bis 700 Punkte wieder her. War in Warcraft 3, ich glaube, 200 bis 500. Das war aber der Gesundheitsstein in Warcraft 3, ja, der Gesundheitsstein. Und stellt alle 5 Sekunden 10 Punkte Gesundheit her. Hatte quasi beides, der Gesundheitsstein und das eine bei Benutzen. Ja, und das andere war passiv. Nur, dass in Warcraft 3, wenn du ihn benutzt, der halt weg war. Ja. Das ist der Unterschied zu der Version aus WoW. Dead Vision, ja. So. Gehen wir mal wieder zurück, bevor hier dieser Kack Leonardo uns was versaut. Ein Zwerg namens Leonardo. Was noch? Peter ist wahrscheinlich Speedy. Okay. Na gut. Na komm schon! Respawned. Eschnas, respawned doch für mich. Autsch. Warum respawnen die nicht? Verlässt dich, dass die nicht respawnen? Das Problem, was ich hier gerade so sehe, ja? Viele Waffen, Flammenumhang, ja? So, meh, Gegenstand. Feuerwiderstand plus 15 ist gut, aber fügt jeden Feind 5 Punkte Feuerschaden zu, ist halt gut in Dungeons. Ja? Gruppentanken, meinetwegen, fügst Feuerschaden zu. Ja, solange sie dich angreifen. Super, wunderbar. Molten Core, unbrauchbar. Blackwing Lair, zum Teil unbrauchbar. Gut.
Dasselbe denke ich mir übrigens auch beim Dingens. Beim Schädelflammenschild. Ja, von dem Effekt. Ich rede jetzt nur von dem Effekt, ja. Also, hat Feuerwiderstand und Schattenwiderstand. Ist gut. Viel Rüstung, viel Block, ist gut. Ja? Beim Trefferkampf besteht die Chance von 3% vom Leben vom feindlichen Ziel zu stehen. Ist gut. Ja? Und dann, beim Treffer im Kampf besteht die Chance, alle Ziele um euch herum Feuerschaden zuzufügen. Ihr habt wahrscheinlich ein Problem mit dem Flammenumhang, ja? Molkenkorn, nicht so brauchbar. Dafür sind aber die anderen Werte tatsächlich sehr geil. Also das Flammenschild ist ein Top-Ding für unsere Tanks. Stab des Elementarmagiers, ja? 20 Feuerwiderstand, 20 Frostwiderstand. Feuerwiderstand top. Gnom. Abschaum. Was ist jetzt krepieren? Ja, verzieh dich, Kackgnom. Hässliches Stück Allianz. So. Gut, dann warten wir hier nochmal und ich erzähle weiter. Ja? Ach so, voll dumm. Ich kann ja auch hier einfach gucken, ja? Für euch. Kann ich das hier auch kleiner machen? So. Das geht immer noch auf. Natürlich verfehlt der. Oh shit. Oh shit. Nimm du mal den hier. Okay, ich stelle mich hier mal kurz tot. Ah. Gehen auf mich. Oh, die Kack. Okay. Ich muss näher ran. Das ist jetzt wieder so ärgerlich mit der Sau. Außer Reichweite. Oh mein Gott, es hat überlebt. Sau hat überlebt. Dieser Spawn da jedes Mal wieder. Das ist. Also, das Spawnen von den Gegnern hier ist echt gefährlich zum Teil. Dieser Schurke, was auch immer das für eine Aktion war. Vom Reittier absteigen, alle Pullen wegrennen. Alle ganzen Feiglinge halt. Denke ich mir nichts. Also wer das gut heißt, ist halt wirklich schon minimal. Ja, geh weg, Taure. Ist mein Farmort hier. Piss dich. Okay, das darfst du hier machen. Jetzt geh weg. Kusch dich. Kusch dich. Kusch, kusch. So. Wo waren wir? Ja, ich weiß, Leute. Psch.
Wir gehen natürlich jetzt nur immer von dem Höchsten aus, okay? Schädelfirmenschild. Ist gut. Hurricane? Die macht, also, Hurricane ist schnell. Macht nicht viel Schaden. Ja, dadurch, dass es schnell ist. Aber ihr Effekt anlegen, Chance, eurem Ziel Frostpfeil der 31 bis 45 Frostschaden zuzufügen. Ja? Ist gut, funktioniert im Molten Core. Und er greift halt schnell an. Macht aber dementsprechend, weil er so schnell angreift, nicht sehr viel Schaden. Die wiederum, 32 Schaden pro Sekunde, sehr langsam, macht, keine Ahnung, 300 pro Schuss. Ja? Gewährt eine Chance, an Distanz den brennenden Kanonenkugel zu treffen. Was halt derselbe Effekt ist wie da, nur halt Feuerschaden. Kann man halt jetzt nicht im Molten Core gebrauchen. Ja? Aber er macht halt einfach generell mehr Schaden. Dann. Hier. Ja. Dat. Dat. Meh, meh. Ja. Würde ich schon sagen, ist ganz schön gut. Stärke, Beweglichkeit ist gut für Fuhrerkrieger. Schurken. Hallo? Hallo? Greifst du den? Danke. Hand des der Eiseskälte ist sehr gut für Frostmagier. Würde ich jetzt mal behaupten. Fürstin Mayas Anhänger. Würde ich schon sagen, ist schon okay. Ist jetzt nicht. Ja gut, könnt auch für irgendwas natürlich. Alles hier könnte für irgendwas best in Slot sein. Hallo? Was ist da los? Oh nein, Internet. Oh nein. Oh nein. Oh no. Auf jeden Fall ist die Folge vorbei, Leute. Wir sehen uns gleich wieder. Tschüss.